Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge von Escape First Escape. Ich weiß nie, ich vergesse es jedes Mal. Auf jeden Fall First Escape oder Escape First, wie ihr wollt, 3 mit Gossel. Hallo. Tag. So. Wir suchen immer noch das Fläschchen, verzweifelt. Ja. Beziehungsweise keine Ahnung, wo wir es überhaupt draufstellen müssen. Das ist ja hier schon die Frage. Ich glaube, es ist Zeit für... für einen Hinweis. Ja! Zähle sie. Gibt Symbole in verschiedenen Farben. Okay. Müssen wir die in den Farben zählen oder müssen wir die... Fünf blaue Vierecke. Wo? Auf den Flaschen. Aber wir haben ja wahrscheinlich noch mehr Flaschen. Nee. Bestimmt sind es 6 oder so. Nee. Das ist gelogen. Kann sein. Warte mal. Wir haben auf jeden Fall zweimal diese Dreiecke ineinander. Wo ist denn das, was du da meinst? Ach, da. In der Tür. Hä, was ist das denn? Das sind römische Zahlen, Lisbeth. Kennst du das? Die haben doch alle verschiedene Farben. Dreimal das Gelbe haben wir. Gossi, jetzt verstehe ich den Sinn. Was denn? Verstehst du das auch? Hast du es auch schon verstanden? Weiß nicht. Hier ist die Reihenfolge der Farben, die du in dem Code eingeben musst. Die roten Zeichen werden zuerst eingegeben. Dann die blauen, dann die grünen, die gelben, die pinken und die orangenen. Ja. Also erst die roten. Wo sind rote Zeichen? Müssen wir gucken. Gibt es nicht. Bestimmt. Also hier sind auf jeden Fall grüne. 2 grüne Zeichen. Und grün kommt an dritter Stelle. Das heißt, da kommt eine 3 hin. Dann haben wir... zweimal blau. Blau kommt an zweiter Stelle. Blau haben wir zweimal. Haben wir doch fünfmal. Oder ist das Purple? Weiß ich auf nicht. Jeder Flasche ist einmal das blaue Zeichen. Ist das, guck mal, ist das Purple? Ist das bestimmt lila, ne? Das glaube ich mehr Purple auf dem Tisch. Okay, Purple ist als letztes. Nee, vorletztes. Ja, wie viele? 1. Unten ist auch noch 1. Ach so, ja. Und das, was hattest du beim zweiten eingeben? Ich glaube 3, ne? Aber ist ja irgendwie, warte mal, wir müssen, blau ist ja... Blau ist 5. Ja. Ja. Dann machen wir 5. So. Hast jetzt du. Ist aber... Warte, rot haben wir gemacht. Nee, also nicht. Unten ist auf jeden Fall yellow oder orange. Ich kann es nicht... Das ist auf jeden Fall 1. Und das auf den Stühlen ist gelb. 3. 3 Zeichen in gelb. Ja. Jetzt frage ich mich, ob auf dem Hocker unten was draufsteht, weil man den ja hochheben konnte. Ich hab die Hocker hoch mitgenommen. Wo? Hier oben. Achso, kann man nichts sehen, ne? Nee. Nee, da ist nix. An der Decke oder so irgendwo? Irgendwo in der Schublade? Ne. Es gibt kein rotes. Vielleicht 0, gibt's nicht, ne? Weiß nicht. Haben wir denn schon pink? Ja, das lila. Ach so. Ach ja, ist ja... Ja, okay. Also fehlt uns eigentlich nur... Orange haben wir auch nicht. 3. Wo denn? Das sind doch die Bilder hier. Ah, das ist orange. Oh, du bist voll schlau, Bossi. Ich glaube, das ist orange. Dann fehlt uns ja echt nur noch... Aber was ist mit rot? Das gibt's nicht. Uns. Gibt es bestimmt irgendwo, nur wir sehen es nicht. Das macht doch nicht Klack. Wenn ich hier alles durchgehe, dann muss irgendwas anderes ja noch falsch sein, ne? Ja. Warte mal, das erste ist rot. Blau hatten wir jetzt 5. Ist das? Ja, ne? Auf jeder Flasche ja einmal. Grün war auf den Pflanzen 2-mal. Oder müssen wir die Symbole an sich ziehen? Jeweils 2-mal, ne? Ja.
Obwohl, wenn man überlegt, Obwohl, sind das sind ja drei Dreiecke, ne? ja, weiß ich nicht, wie wollen die das denn Oder sollen wir jetzt? mal für grün 6 machen? Weil da stand ja zähle die Symbole. Ja. Machen wir mal für grün 6. Ja. So, VI. Dann müssen wir für Blau, ach für Purple, dann 4 machen. Purple 4. Das war vorletzte. Das Gelbe bleibt ja so, beziehungsweise das Orange, was auch immer das war. Und das Orangene, das sind ja mehrere Zeichen dann, ne? 2, Purple 4. 4 oder dann auch 6? Nö. Ach Weil so. ein Dreieck, noch ein Dreieck und drin ist noch ein Dreieck. Tja. Ich würde. Oder. Wie meinen die das, ne? Also ich finde unten das Grüne sieht mehr aus wie drei Dreiecke als das hier oben. Aber du hast ja recht, da ist auf jeden Fall auch ein Dreieck drin. Muss mal ausprobieren dann. Ich habe jetzt 4 gemacht. Erstmal. Jetzt das Orangene. Das ist Was war ja ganz das? komisch. Die Ja, sind ja Gemälde. zwei. Auch wieder sechs dann. 6, ja, eigentlich schon, ne? Ja. Nee, ne? Nee. Was? Nee. Was war jetzt mit Gelb? Gelb war unten, das Ja, da bleibt hier können wir ja auch. nichts falsch machen. Nee, das bleibt auf jeden Fall. Gelb und Blau, da kann man nichts falsch machen. Genau. Vielleicht müssen wir das Grüne einfach jetzt mal 6 dann. Oder das ein an. Nee, das ein. Das Grüne hatten wir ja 6, ne? Das ist aber. Vielleicht soll das nun irre sein und das sind einfach 4 bei Grün. Und beim Warte. Lilanen auch. Es geht ja auch bis 9 geht das ja, ne? Das ist ja das What? Komische. Nö. Hä? Aber. Eins, Jetzt geht's aber zwei, los hier. vier. Schade. Zähle sie Symbole. Ja, Symbole sind ja eigentlich. Das sind doch Symbole. Also beim Grün bin ich mir fast sicher, dass es sechs sind. Bei dem Orangenen, ja, weiß ich nicht, weil das ja nicht zugeht, ne? Könnte auch eins jeweils sein. Scheiße. Man müsste. Ich schreibe mir das mal auf, was für Kombis bei den Farben sein können. Theoretisch. Vielleicht hat man dann einen besseren Überblick. Also bei Orange könnten es entweder drei sein. Oder sechs, ne? Ja. Drei oder sechs. So. Bei dem Gelben bleibt das ja. Bei Gelb ist ja, was hatten wir gesagt? Drei, ne? Ja. Und bei dem Blauen sind es fünf. Das bleibt. So, dann haben wir noch Rot. Da wissen wir nicht. Und beim Lilanen müssen wir mal eben gucken. Lila war auf dem Tisch. Das könnten, wenn wir jedes einzelne Symbol daraus kratzen, sind es zwei Dreiecke. Plus das eine Dreieck in der Mitte. Plus das untere Trapez. Oder was es da ist. Nennt man das Trapez? Ich glaube ja. Ach, dann sind das ja 4. Ja, und dann wären das 8. Also Krass. entweder, da könnten es entweder 8 sein, 4 sein, oder, was hatten wir noch gesagt? 6, ne? Weil wir die drei Dreiecke nehmen. Ja, oder Was hat. 2 einfach. Oder, ja gut, aber wir haben es ja zweimal. Ja. Das Dreieck, deswegen. Also Und hier dann unten das haben wir es ja auch Grüne noch. gibt's halt noch. Das Grüne ist halt. Entweder Da kann. 2 oder 6. Nee, wenn wir da auch noch mal die einzelnen nehmen, da ist ja auch noch Trapez drin, jeweils. Ach Also haben wir praktisch so. zwei Dreiecke,
In dem Dreieck ist nochmal ein Dreieck und jeweils zwei Trapeze, also fünf. Aber fünf und fünf geht ja gar nicht. Das sind ja 10 und es geht ja nur bis 9. Genau. Deswegen vermute ich, dass es dort vielleicht einfach nur drei ist. Aber ich schreibe es mal auf. Drei oder vier. Was denn? Unten lag noch eine Flasche. Echt? Ja, aber die da. Warte mal. Eine Flasche, zwei Flaschen, drei Flaschen, vier, fünf. Das ist die sechste Flasche. Vielleicht war das das Dann haben wir Problem. Echt? sechs blaue. Ja, also mach mal 6. Ich bin nicht so gut in römischen Zahlen. Das ist VI. Respekt. Okay. Hasse? Ja, also blau ist jetzt 6. Okay. Ja, weiß ich nicht. Das können wir mal ausprobieren. Wollen wir mal Okay. bei Gelb, bei dem Orangen und machen wir einfach mal 3. Orange, was? 3. Das ist. Das Ich weiß jetzt nicht, letzte. welche. Ach so, ja, sollen wir nachher reinvorgehen? Warte mal, rot wissen wir Okay, nicht mehr. rot wissen wir nicht. Blau machen wir 6, ne? Haben Ja. wir. Grün hatten wir ja gesagt, entweder 3, 4 oder 10, aber wir machen mal. Ach nee, 3 nicht, sondern 6 dann, wenn wir das ja doppelt zählen. Okay, 6. Ja. Dann kommt Gelb. Gelb bleibt ja mit 3. Und dann kommt Purple. Purple ist entweder 4, 8 oder 6. 4, 8 oder 6. Soll ich Machen da wir mal... 4. Okay, 4. Ja. Und das letzte? Ach so, sorry. Orange, ne? 3 oder 6? 3 dann, machen wir 3. Nee. Können ja jetzt alle Kombis sein, das ist das Problem. Was gibt denn am meisten Sinn? Also wenn, dann müssen wir auch alles gleich machen. Weißt du, was ich meine? Also wir können ja jetzt nicht den einen so viele Symbole zählen und dem anderen so viele. Irgendwie muss das Vielleicht ja bist du bei dem Lila was ändern. bei dem Lilanen, ne? Da hatten wir, was hatten wir? 4, ne? Vielleicht 8. Vielleicht, ich würde sagen eher 6, weil das sind ja, das ist ja noch ein Okay. kleines Dreieck drin, das ist ja dasselbe Symbol. Vielleicht geht es ja hier wirklich nur um Dreiecke, die man zählt. Weil überall sind Dreiecke. Klappt nicht. Vielleicht ist noch eine andere falsch. Warte mal. Lass mal beim Lila die 6. Und bei dem Orangenen mach mal die 6. Orange ist was? Das letzte? Letzte. Auch 6? Ja. Okay. Blau bleibt ja auch 6. Und. Gelb bleibt ja 3. Und grün, warte mal, da hatten wir dann. Da müsste auch eine 6 hin. Habe ich. Aber geht nicht. Aber 3, 4. 3, 4, 5, 6. Das sind auf jeden Fall drei Dreiecke. Ich glaube, es geht nur um Dreiecke, Gossi, weil es sind überall Dreiecke. Und bei dem sind es auch drei Dreiecke, bei dem lilanen. Das heißt, es sind auch 6. Scheiße. Und wenn wir es bei dem Orangen sehen, sind es auch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gelb ist 3, ne? Weil es sind. Ach, guck mal. Beim Gelben sind es aber keine Dreiecke. Oh Gott, ich bin jetzt vollkommen verwirrt. Schade, sonst immer noch nicht. Scheiße. Schieße. Ich hätte es echt gesagt. Aber ich glaube, unser Ansatz ist gar nicht so falsch. Vielleicht müssen wir auch wirklich nur die großen Symbole zählen und nicht die kleinen. Weißt du, was ich meine? Also einfach nur 4 blaue. Blau ist als zweites. Vier blaue? Ach, lila, ne? Entschuldigung. Als vorletztes. Ja, habe ich 4.
grün ist dann auch 4. Ist das dritte? Ja. Und wenn man es da sieht, wären es ja. Warte mal, ich guck mal gerade. Ja. Gelb. Gelb ist 3, genau. Lila. Warte mal, lila waren dann auch 4. Mhm. Und orange. Orange ist scheiße, ne? Machen wir mal 6, weil orange ergibt an sich einzeln kein Dreieck. Nee. Oh, scheiße, das gibt's doch nicht. Besonders das mit Rot muss doch auch irgendwie sein. Weißt du, was ich meine? Uff. Was ist das denn hier? Oh, oder muss man hier die Sachen auch noch mitzählen? Welche Sachen? Nee, ne? Oh. Nein. Weil Symbole ist ja Symbole. Das ist ja eigentlich was für Symbol, oder? Symbole auf den Gegenständen, meinten die. Ja, und für mich ist das ein Symbol auf dem Orangen, wenn man es als Symbol, als Dreieck, eigentlich die 3. Theoretisch gesehen. Die gelben bleiben eh. Das ist doch scheiße. Für mich sind es auch 2 Symbole als lila. Und da haben wir 4 von. 4-mal lila. Und hier sind es auch eigentlich 2 Symbole. Okay. Oder muss man wirklich nur, machen wir es jetzt so kompliziert, und man muss wirklich nur die Symbole nehmen? Also wirklich als einzelnes? Aber warum ist dann die Zahl so hoch auf den Rad? Geht ja bis 9. Oder einfach nur, um zu verwirren. Kann sein. Weil sonst hätte ich gesagt, ja, 2 grüne sehen wir. Weißt du, was ich... Mhm. Können wir mal ausprobieren. Zur blaue haben wir ja 6. Oder man darf als blaue, muss man noch die 3 blaue Töne mitnehmen. 1. Ja, das kann auch sein, ich weiß. Dann haben wir 9 blaue. Ja. Vielleicht ist deswegen die Zahl so hoch. Okay. Habe ich 9 blaue. Bei orange dann würde kommt... ich jetzt einfach 3 nehmen, ne? Ach, erstmal grün. Mal erstmal grün. Grün ist... noch hier unten an der Vase, ne? Boah. Ist das dann 3? Ja, eins auf der nicht. Vase, eins auf der Vase und einmal ein Grünton hier in dem Kasten. Ja, mach mal. So, dann kommt Gelb. Gelb haben wir 1, 2, 3. Achso, und hier im oben. Im Kasten ist es nett. Ja. Dann bleibt das bei 3. So. Jetzt kommt hier. Lilla. Haben wir 2-mal plus hier mal einmal, also 3. Auch eine 3. Okay. Und Orange? Orange. 3-mal und 4-mal dann. 4-mal. Nee. Oh, aber kann ja sein, jetzt weiß man nicht, welche Symbole wollen die, wie viele Symbole von den Symbolen und wollen die jetzt die mithaben. Weil theoretisch sagen die, überall im Raum sind Zeichen drauf. Aber theoretisch sind das ja nicht die Zeichen, die hier drauf sind. Die sind doch kacke. Die stinken echt. Also jetzt bin ich wirklich überfordert. Weil ich nicht weiß, was die wollen. Der Hinweis hilft uns auch nicht. Nee. Harvey Hinweis. Es gibt Symbole in verschiedenen Farben auf den Gegenständen im Zimmer. Schön. Zähle sie. Hilft uns nicht weiter. Und jetzt? Ja, ich. Wir können ja mal einen Cut machen und wir gucken nochmal. Wir überlegen dann nochmal. Okay. Na? Können wir die Folge beenden? Haben ja 19. Genau. Ja. Gut, dann. Bis zu the next time. Jo. Bei First Escape 3. Genau. Tschüss. Tschüss.